Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Gnomoria. Ich möchte heute mal damit anfangen, hier dieses Jagdfeld zu vergrößern. Die hauen hier die ganze Zeit ab. Und früher oder später sollten wir da sowieso mal ein größeres anplanen, denn wir brauchen einiges mehr an Jags. Und die vermehren sich ja auch noch. Mal eben schauen, Pager, genau. Dann nehme ich hier ruhig den gesamten Platz, der noch zur Verfügung steht. Ist mal einen frei zum Laufen. Ach Quatsch, wir haben einen Weg, das reicht. Und da kommen die Jacks rein. Wie viel passen? 12. 12 ist schon mal ein Anfang, kleiner. Später werden wir das noch vergrößern hier. Nein, nicht Animals, sondern Jacks. Jagdpager Priority 5, maximale Anzahl männlicher 3. Ah, 2 erstmal. Und weiter geht's. So. Dann waren wir dran, den Butcher's Shop hier zu bauen. Dafür fehlt uns noch der Tisch, der hier, glaube ich, gerade gefertigt wird, wenn gerade mal die Leute wieder nicht, also nicht am Schlafen sind. Müssen wir uns noch darum kümmern und dann haben wir die Bone Needle und können dann anfangen. Oh, ein Monitor Lizard. Das ist auch praktisch. Da werde ich doch mal glatt hier. Ich die nur an. Squats. Die sind idle, sind die wirklich idle? Na, sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, okay, alles vorbereitet. Die können wir angreifen. Die können sich diesen Lizard hier schnappen. Und der hier rennt direkt mit einem Holzklotz auf ihn drauf. Ich hoffe, der verletzt sich jetzt hier nicht zu sehr. Er sollte auf jeden Fall schon Schaden bekommen, ist am Bluten. Aber da kommt Verstärkung. Die sind, glaube ich, gar nicht so. Der stirbt sowieso vor Durst. Aber das ist nicht das, was ich wissen wollte. Genau. Verletzten linken Arm. Und der gute Bingir, der. Eieiei. Linker Fuß, rechter Arm. Rechter Auge schwer zerstört. Oh Gott, und er ist blind. Okay, Bingir wird es, glaube ich, nicht so ganz. Aber zu zweit, komm. Gott, komm, ihr schafft das. Ihr seid doch eine Miliz. Es ist nur ein Monitor-Lizard. Ich glaube, der ist stärker, als ich dachte. Aber wir haben ihn erwischt. Okay. Jetzt können wir eine Bone Needle machen und bluten hier alles voll mit Gnomenblut. Da kommt der Mann mit der Rüstung an. Der, oh Gott. Der entspannt sich erstmal hier ganz gemütlich. Das wird ja noch lustig. Ich hoffe, die beiden schaffen das. Mal die Bevölkerung im Auge behalten. Null injured. Sollten es nicht auch schon mehr sein? Nee, es waren 9 und wir haben 4 gekriegt, ne? Hoffen wir mal. Nichts passiert. Weitergehen. Vielleicht ist mir gerade auch die Taste zum Halbieren der. Die nicht, aber die ist auch praktisch. Genau, die habe ich gesucht. F. Also hier mit E die Decke weg und mit F die Klötze halbieren. Und hier liegt keine Leiche. Keine Leiche, finde ich, ist immer ein ganz gutes Zeichen. Und ich merke gerade, ach so, das ist ein tiefer. Ach, es macht die. Ah, es macht nicht nur die Decke weg. Es macht alle Sachen transparent. Hier sehen wir unsere ganze Mine. Sicher ein bisschen verwirrend jetzt, aber ich muss aufpassen, dass ich da hinten nicht nach oben buddel. Und ich habe mir selbst verbaut. Einen können wir noch tiefer, also ist noch genug Wohnraum. Platzprobleme haben wir nicht, aber ihr seht schon hier, der Bone Carver, der kann jetzt endlich die Bone Needle machen. Und dann geht's los. Hier müsste der Tisch dann auch sofort mal fertig werden. Aber ich will nicht hetzen. Ich schnell erstmal schnell. Ich stelle das mal schnell auf schnell. Nicht schnell. Warum habe ich hier eigentlich eine Lücke angedacht? War da irgendwas? Oder ist das Zufall? So, was Interessantes, außer die Smaragd haben wir nicht gefunden, ne? Emerald, Entschuldigung. Dann müssen wir noch mal ein bisschen suchen. Ich traue mich ja gar nicht so richtig, ne? Aber ich möchte Eisen. Eisen wäre echt schön.
Rüstung und Waffen können wir gut gebrauchen. Und zwar bevor der erste größere Angriff kommt. Aber oberste Priorität erstmal sind Betten. Denn nicht schlafende Gnome arbeiten auch nicht gut. Schlecht schlafen. Ja, fast. Es hätte fast ein Sprichwort ergeben. Seht das mal nicht immer so ernst hier. So, wie sieht's hier aus? Die sind alle wieder drin. Dann brauche ich ja gar kein Schlachten. Das ist ja schick. Ach, die. Achso, Planken, okay. Die sollen hier mal hinne machen. Ich hätte doch jetzt gerne hier auch den Tisch fertig für den Workbench hier. Müssten eigentlich genug sein. Was mit dem Zaun, das fällt echt auf. Das hätte ich echt später machen sollen. Egal. Notfalls mache ich es gleich nochmal weg. Genug Arbeiter haben wir auf jeden Fall. Daran liegt es nicht. Ist der Monitor Lizard denn inzwischen kassiert worden? Ne, der liegt hier noch. Den kann ich, glaube ich, auch erst zerkleinern, wenn der Butcher fertig ist. Table für Bildschirm, das ist es bestimmt. Kann ich das auch mal eben nach vorne und oben schieben? Der macht sowieso noch Tables. Müssten wir nicht mittlerweile auch einen kleinen Vorrat an Planken haben? Nee, ne, weil die sofort immer verbraucht werden. Ganz schlimm. Egal, wir wollten noch was aufbauen und zwar einen Training Grounds für unsere guten Armeeleute. So, so sieht gut aus, ja, genau. Der kann dahin. Stell ihn doch direkt richtig ab. Oh. Wer ist das denn? Flip. Was macht der jetzt? Baut er alles ab und baut es wieder auf? Ah, ne. Ein Training Grounds. Wer soll denn hier wann trainieren? Ich würde sagen, jeden Morgen machen die Low Tormentors Combat Log mit aufzeichnen. Warum nicht? Kann man mal reingucken. Wahrscheinlich hauen die sich jetzt gleich eh alle tot und dann ist es, glaube ich, ganz lustig zu sehen, wer da Mist gemacht hat. Oh, was ist das? Kupfer! Ei. Schön, ein Metall. Das ist ganz, ganz toll. Haben wir zwar noch nichts, um das weiter zu verarbeiten, aber wir haben es schon mal gleich freigelegt. Ich glaube, ich mache auch schon mal einen kleinen Stockpile dafür. Wo könnte man denn noch? Hier hätte ich eigentlich besser den Gang erst machen können. Na egal, dann gehen wir nach hinten raus. Auch gut. Hier kommt noch ein Raum rein für die Gnome. Dann mache ich da, glaube ich, einen Durchgang mal hier rum. Hier hoch. Dann machen wir da hoch. Machen hier ein kleines Metalllager. Und. Achso, ne, machen wir hier das Metalllager. Es braucht ja nicht so groß zu sein, dann können wir das hier weiterverarbeiten. Na, Cancel Job. Okay. Den Raum könnte ich eigentlich immer noch vergrößern, wenn ich müsste. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. So, ist die Bone Needle fertig? Ah ne, wir haben ja noch keinen Schlachter. Ha, ich hätte nicht schlecht Lust, dieses Ding hier nochmal neu hinzustellen sofort. Na, jetzt, wo ich die ganze Folge Zeit habe, könnte ich das ja eigentlich nochmal machen. Gebe ich einmal den Table per Hand.
Move den ganz nach oben. In der Hoffnung, dass das auch jetzt sofort gemacht wird. Chair haben wir ja noch. Haben wir denn... Ah, da. Sind am Trainieren. Ist das nicht schön? Haben wir jetzt hier das Combat Lock drin? Unter Events. Zastus versus Binge. Ja. Na, gebissen? Im Training gebissen. Mit Schmutz geschmissen. Ah, stopping at the skin. Also sind also vorsichtig, ist doch schön. Der Honey Badger wäre noch schöner gewesen als der Monitor Lizard hier. Aber egal, man kann es sich ja nicht immer aussuchen. Wichtig ist, dass wir was tot haben, was wir gleich essen können. Zum Knochen verarbeiten und essen. Alles. Alles. Aufpassen, wann hier die Tische und Stühle fertig sind. Ich mache einfach auch direkt nochmal einen Stuhl dabei. So, die sind bestimmt jetzt edel, ne? Ja, es gibt kein Holz mehr. Da müssen wir Abhilfe schaffen. Warum pflanzen die das hier eigentlich auch nicht? Ich glaube, jetzt habe ich ihnen echt zu viel zugemutet. Agrikultur. Fell Trees. So, was ist mir jetzt hier auch mal eben die Farbe egal? So, da alles weg. Ich mal nachher noch einen Ranger. Ich hoffe, da kommen bald noch ein paar Nomaden. Müssten auf jeden Fall genug Clippings da sein. Aber okay, wir haben auch echt viele Felder hier. Es dauert halt ein bisschen, bis sie bestellt sind. Macht aber nichts. Ich glaube... Oh, wobei... Nahrung sieht gar nicht so gut aus. Dann werde ich hier auch nochmal eine Runde foragen. Ja, das nicht unbedingt. Dafür die noch. Auch noch ein paar weg. Ja, wir wollen ja nicht, dass das unnötig knapp wird hier. So, da wird schon mal wieder gesägt. Jetzt gibt es neues Holz. Und jetzt möchte ich gerne, dass ein Carpenter sofort grün wird. Ich glaube, ich werde hier einmal auch rausnehmen. Die sind sowieso fast immer edel einer. Und ich habe das Gefühl, ich brauche gerade Farmer. Zumindest bis die Growths hier mal stehen. Die dauern dann ja lange genug, bis die dann wachsen. Aber wenn die schon mal da sind, das wird mich schon mal sehr beruhigen. So, dann könnte man hier eigentlich auch schon mal weiterbauen. Aber nein, diesmal warte ich. Schau noch mal in unserem Kupfervorrat. Ah, da kommt noch mehr. Ich glaube, da werde ich mal großzügig hier die ganze Ecke ausheben. So. Das sollte schon mal ein bisschen was am Metall sein. Hier ist auch alles ausgehoben. Sehr schön. Dann machen wir hier noch mal einen Stockpile hin. So, und der soll enthalten Metall. Und Kohle eigentlich auch. Brauchen wir sowieso hier. Nur Erz oder auch Barren. Erstmal alles. Können wir nachher immer noch einmal aufteilen. Sonst dürfen wir nur nicht vergessen, das aus dem Großen rauszunehmen. Hier bitte kein Metall und keine Kohle mehr. So, da wird der Tisch gebaut. Wenn denn der dann da mal fertig ist. Ich hoffe, es ist schon soweit. Nein. Ich weiß, es klang fast wie ein Ja. Table needs planks. Ja komm, hau rein. Nächstes Mal alles ein bisschen langsamer angehen.
Aber okay, Counter für Food steigt wieder. Solange wir hier noch so viele Bäume drumherum haben, geht das Ganze noch. Die Farmer sind jetzt gerade auch mit Forage noch beschäftigt. So, dann machen wir hier Eisen hin. Eine Trinkhalle. Hier kommen die Betten rein. Ich glaube, Schlafplätze kann ich schon mal weitere planen. Zumindest hier noch mal einen rum. Ein so eine Reihe. Dann können auch schön neue Leute kommen. Und vielleicht finden wir hier auch noch ein bisschen Eisen. Ja, wobei ich hier nicht. Ah, ganz symmetrisch geht wegen dem Fluss. Nein, ein zu viel gemacht. Na, egal. Nachher zuschütten. Könnte man vielleicht sogar machen. Wäre mal was, was ich mache, wenn ich Langeweile habe. Und da schläft die mitten in der Mine. Gibt's das? Oh, da ist noch mehr. Die Miner sind immer fleißig. Das geht echt flott hier. Da kann man nicht meckern. Oh, cool. Eisen, glaube ich. Endlich haben wir mal was gefunden. So, umso wichtiger, dass das jetzt hier mal bald fertig wird, hier oben. Die Grundversorgung. Dann ist die Tür auch. Ich glaube, das ist richtig so, ne? Bis da ist der Zaun. Sieht ein bisschen komisch aus, nicht besonders effektiv. Und ich brauche einen mehr für die Miliz. Sieht hier irgendwo ein Tisch rumstehen? Stühle, Stühle, Stühle. Das da könnte ein Tisch sein. Workshop, Food, Butcher. Nein. Ach komm schon, ich hab den doch jetzt schon ein paar Mal. Die verbrauchen die ganzen Planken hier für den Zaun. Ich werde das dauert mir zu lange. Also ich bin ja ein geduldiger Mensch, aber das machen wir dann später mal. So, jetzt aber bitte. Das machen sie bestimmt. Also sie machen ja grundsätzlich gerne immer alles andere zuerst, ne? Selbst wenn man per Hand eingreift. Aber ich will jetzt den Lizard da, wenn er überhaupt noch da ist. Ja, er liegt noch da, ist noch nicht gefressen worden. Inzwischen nur 4 Jacks? Nein, schade. Holz ist auf jeden Fall noch genug da. Ich sowieso hier wahrscheinlich noch ausweiten kann. Oder ein zweites Pinienfeld. Ich könnte ja auch noch mal ein paar Clippings holen. Von diesem Baumwolle. Das geht, glaube ich, auch mit Forgen. Kann das? Na, Forge. Denn das Feld muss auch voll werden. Wenn wir jetzt gleich die Nadel haben, können wir Kleidung machen. Und ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht nochmal tatsächlich einen hier ins Squad packe. Denn jetzt können sie ja trainieren. Hier den Flip vielleicht. So, dann sind es schön 4 Stück, die jeden Tag einmal 4 Stunden oder 3 Stunden trainieren. Auch sogar länger, ja. 8 Stunden. Volles Programm könnte man hier machen. Wo rennen die eigentlich immer alle hin? Ach, der holt sich Holz. Können die anderen das nicht liefern? Gebe ich den auch mal wieder frei.
Ja, irgendwie arbeitet da nie mehr als einer, obwohl wir theoretisch, ja, vorhin hatten wir drei, jetzt haben wir noch zwei. Aber jetzt machen sie doch endlich mal den Tisch. Keine Ausrede mehr. Oh, 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 nein, ein Skelett. Ah, ich wusste, zu tief gebuddelt hier. Aber so schöne Metalle. Ach, Silber ist es sogar. Skelett ist böse. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir das schaffen. Müssen wir mal direkt mit dem ganzen Squad. Ich meine, wie gesagt, inzwischen haben wir trainiert. Könnte gut ausgehen, muss aber nicht. Flip ist schon dran. Okay, wir brauchen Fackeln. Und ich befürchte, ich werde das Squad direkt mal auf 5 erhöhen. Einer mit viel Brawling. Wir haben keinen mit viel Brawling. I noch. Boah, ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es klappt hier. Und er kommt nicht hoch. Er muss die Treppe hochkämpfen. Ich hoffe, das klappt so. Wahrscheinlich hier hinten gespawnt. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da geht's los hier. Viel zu spät alles. So, mittlerweile sollte zumindest mal der Tisch fertig sein. Workshop. Food Drink Butcher. Ja. Juhu. Kohle haben wir auch noch gar nicht gefunden, ne? Fällt mir gerade ein. Ich kann gar keine Fackel machen. So ohne weiteres. Was kann ich? Kann man hier auch Holzkohle machen? Das wäre vielleicht nochmal eine Idee. Schauen wir mal eben, wenn dann. In der Furnace. Convert Logs into Coal. Das klingt gut. Ohne Furnace für. Wo könnte man denn die? Die wäre ja eigentlich sogar noch am praktischsten hier oben, direkt bei dem Holzlager, ne? Andererseits machen wir da bestimmt auch. Hier ist das Kohlelager, da passt auch ganz gut. Furnace müsste ja eigentlich hier bei Mason gehen. Ja, das. So, der Butcher ist fertig. Butcher Shop, hier können wir nämlich jetzt aussuchen. Jack. Corpses. Monitor Lizard. Butcher. Ich glaube, man könnte sogar die toten Gnome butchern. Müssen wir gleich mal gucken. Oh Gott. Katastrophe. Ich glaube, hier riecht es fast nach einem Neustart. Uiuiui. Die Mine muss zu. Gut, dass du abspeicherst, liebes Programm. Das freut mich. Die Mine muss zu. Ah, das schöne Metall. Ich wusste, irgendwas war, wenn man tiefer als Level 8 oder 9 geht, nämlich dass Gegner spawnen können in dunklen Ecken. Und ich glaube, es hat nicht mal was mit dem Licht zu tun. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Oh. Tja, selbst schuld. Ich wusste es ja. Ich hab's ja geahnt und gewusst. Ohne Fackeln da reingehen, so tief buddeln war echt leichtsinnig. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Die Frage ist, wie komme ich jetzt an das Zeug? Am besten eigentlich. Ja, entweder mache ich jetzt erst eine Miliz, die ich besser trainieren lasse. Oder ich mache einen zweiten Eingang. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, von hinten dann aufräumen. Aber erstmal müssen wir hier jetzt ein bisschen klarkommen. Das Metall holen wir uns, wenn die Schmiede fertig ist dazu. Und wir das dann auch direkt möglichst verarbeiten können.
Och nein, Zombie-Flip. Ah! Diese Tür muss zu. Kann man die nicht abschließen? Nein, die kann man nicht abschließen. Zombie-Zastus! Wir werden überrannt von Zombies. Unsere eigenen Gnome. Was eine Folge. Aber hier, okay. Tja, wie kriege ich die denn jetzt dazu, da nicht mehr reinzurennen? Eigentlich sollte da doch jetzt kein Auftrag mehr sein. Weil die wollen die Sachen holen, bestimmt, ne? Das könnte passieren. Mauer bauen. Mauer bauen klingt gut. Eine Stonewall. Eine Blockwall. Terrain Wall. Was haben wir denn da immer gehabt? Genau, Plank Wall. Hier bitte hin, dahin und dahin. Das machen wir zu. Da sieht man sie noch rumlaufen, die blutenden Zombies. Nein! Warum gehst du denn da rein? Oh, warum geht sie da rein? Da war doch nichts drin. Du sollst doch nur die... Komm, ein Klotz noch, dann haben wir es. Wahrscheinlich keinen mehr, der baut. So, immerhin den Farmern, denen geht's gut. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ach, wer braucht schon Gnome? Was für eine Katastrophe hier. Kurz vor Ende. Jetzt, wo wir gerade eben mal ein bisschen was schlachten können. Und keinen Koch mehr haben, glaube ich. Doch ich glaube, die Farmer, die kochen auch. Werden wir von Zombies angegriffen. Weil wir zu tief gebuddelt haben und weil es dunkel ist. Ich glaube, das liegt sogar tatsächlich nur an der Dunkelheit. Fifna has risen from the dead. Oh, und Flip will raus. Ja. Die Tür ist hin. Oder? Sieht zumindest so aus. Ja. Oh Gott, hört ihr das? Das wird hier diese Tür gerade sein. Ich glaube, das schauen wir uns noch zu Ende an. Milpin has died. Da oben. Ich wette, sie steht sofort wieder auf. Was wird hier? Oh Gott, echt gut. Ja, man sieht hier schon die blutigen Fußspuren und da kommt die ganze Horde. Nächstes Mal machen wir von Anfang an Fackeln, glaube ich. Ja, die kannte ich noch nicht. Also Zombies und Untote, noch nie gesehen vorher. Soll mir eine Lehre sein. Da eine rettet sich noch. Die Claddies. Über die Berge. Die Yaks werden gegessen. Da schläft einer seelenruhig. Der Rim lässt sich hier nicht verunsichern. Ja, hier, die leben alle noch. Naja, okay. Ich würde sagen, das ist eindeutig ein Wipe. Und, ich mache mir die Mühe und fange das nochmal von vorne an für die letzten Folgen. Ja, diese Episode war amüsant, hoffe ich. Und wenn nicht, dann überspringt sie einfach und schaltet den 4 wieder ein, dann sind wir bestimmt genauso weit.
Diesmal werde ich es besser planen von Anfang an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Schombock.